SharePoint-Podcast, Ausgabe 421 vom 5.04.2020. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Jo, fangen wir an. Ja, fangen wir an wie immer. Okay, also, ja, zuverlässig wie fast jede Woche. Herzlich willkommen zur 421. Ausgabe des SharePoint-Podcasts, der ersten Ausgabe im Lockdown-Modus. So, jetzt haben wir das auch abgehakt. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gesund und habt euch schon ein bisschen mit der neuen Situation anfreunden kann man sich damit nicht, aber man muss sich damit ja irgendwie arrangieren und zurechtzukommen. Wer hätte das gedacht vor 3 Wochen, dass wir in eine solche Situation kommen, wo im Grunde genommen alles mal kräftig auf den Kopf gestellt wird. Und ich bin in einer relativ komfortablen Situation, muss ich sagen, weil ich ja nun schon seit über 20 Jahren vom Homeoffice auf arbeite und mit diesen ganzen digitalen Tools kommuniziere und so weiter. Klammer auf. Wenn das mal jetzt so wirklich im Krisenmodus auch unter Last funktionieren soll, da sind man doch schon ein paar Ecken drin, wo du sagst, was war denn jetzt schon wieder los? Gut, man hat mittlerweile über die Jahrzehnte ja eine gewisse Strategie entwickelt, wie man sich solchen Problemen nähert und wie man entweder eine Lösung herbeiführt oder zumindest einen Workaround schafft. Aber wenn ich mir überlege, wie viele jetzt kurzfristig ins Homeoffice mit ihrem Laptop verbannt worden sind. Ich meine, wie lange machen wir jetzt digitale Transformation? Speziell jetzt, sagen wir mal, so in Richtung Cloud? 4, 5 Jahre ungefähr, so wie dieses Thema. Wo ist mal ein Projekt gewesen, wo man gesagt hat, hey, die ganze Firma, wir haben jetzt mal 2 Tage Zeit und ab 2 Tagen sind wir dann alle im Homeoffice und alles läuft und funktioniert. Ja, und ihr wisst, wie schwierig die anderen Projekte waren, die teilweise monatelang sich hingezogen haben, bis so alles mal überhaupt abgestimmt ist, bis man rausgefunden hat, was man möchte, technisch eingerichtet hat, Schulung, Training, Konzept, Vision, kennen wir alles. Und das soll heute alles in 2 Tagen funktionieren. Ja, ganz andere Herausforderung, aber ich meine, man wächst mit den Aufgaben, heißt es irgendwie so schön. Ja. Gut, ich will jetzt nicht lange rumlamentieren. Wir wollen die Zeit hier nicht irgendwie sinnlos vergeuden, denn ich habe für euch heute ein Podcast-Interview mit dabei. Eigentlich ist es als Video aufgezeichnet worden, aber irgendwas ist an der Videodatei nicht in Ordnung und ich kriege es zum nicht hin, aus diesem Video ein vernünftiges Video zu schneiden. Es stürzt immer ab, keine Ahnung wieso. Deshalb nehme ich die Tonspur und packe sie hier in den Podcast. Deshalb ist die Tonspur nicht ganz optimal, aber der Inhalt ist natürlich super, denn ich spreche mal wieder mit Uli Boddenberg und ich weiß aus den Kommentaren, die ich zu diesem Podcast immer bekomme, dass die Gespräche mit Uli eigentlich immer sehr gutes Feedback finden, weil er doch ganz tief in der Materie drin ist, über die er spricht und ja, ist zwar etwas technisch fokussierter, aber gerade für diejenigen muss man ja auch etwas bieten und nicht nur für die Einsteiger. Es gibt ja auch die Fortgeschrittenen. Uli hat gerade in der letzten Woche einen eintägigen Online-Kurs zum Phone-System gemacht. Da habe ich mit ihm hat er letzte Consulting-Box online gestellt. Und und heute soll es aber mal um Home Security und Office 365 gehen. Also woran man denken sollte, wenn man mal ein Homeoffice mit Office 365 einrichtet. Und da gibt es ja doch verschiedene Punkte und das bespreche ich gleich mit dem Uli. Zuvor noch 2, 3 Hinweise. Ich selbst habe in den letzten Wochen jetzt diesen Podcast nicht stillgelegt, aber ich hatte mich tatsächlich auf das Thema Video-Livestreaming konzentriert und mal in Angriff genommen, was ich schon ewige Zeiten vor mich herschiebe, nämlich mal so richtig das aufzusetzen. Also bei mir läuft jetzt mittlerweile auf dem Windows-Rechner OBS vernünftig mit einem Skype-Call-In. Haben wir letzte Woche mit dem Tom Blankert zusammen gemacht. Da haben wir live auf LinkedIn gestreamt mit OBS. Mal eine SharePoint-Sendung zum Thema Homeschooling mit Office 365. Sehr schön, habe ich auch auf YouTube nochmal hochgeladen, das Ganze. Könnt ihr euch also dort auch gerne nochmal nachträglich anschauen. Dann natürlich habe ich mich mal mit eCam auf dem Mac beschäftigt und ich habe
ja immer noch die Mevo Start, die neue Livestreaming-Kamera im Beta-Test. Die kommt irgendwann, ich glaube im Mai wird sie dann tatsächlich auf dem Markt sein. Und nach diversen Firmware-Updates ist das Ding jetzt richtig cool geworden. Also man kann da direkt auf Livestream, man kann sie über das NDI-Protokoll als Webcam benutzen. Und in der nächsten Woche, also vor Ostern, steht bei mir einfach ganz groß drauf, 2 oder 3 Videos mal rund um diese Kamera zu produzieren und euch ein paar Tipps zu geben. Für diejenigen, die jetzt viel Video machen, und das sind ja einige, habe ich ja gesehen, mittlerweile hat es ja auch im Fernsehen, ich sag mal so, wie wir früher mal Video gemacht haben, mit irgendwie Skype-Call-In, das ist ja jetzt tatsächlich auch die große Abendshow, die große Samstagabendshow tauglich geworden. Es ist schon erstaunlich, wie schnell die Sitten verfallen, wenn es dann kritisch wird. Aber oh, toll, was man alles für Möglichkeiten hat. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Da kommt noch eine ganze Menge mehr. Und eins auch noch. Ich habe am, wann war das jetzt? Freitag? Donnerstag? Habe ich auf 2 User-Group-Meeting virtuell teilgenommen. Einmal in Köln von der Office 365 User-Group. Die fand bei Quest statt. Und bei der etwas kleineren User Group in Bremen beim Daniel Wessels. Und ich muss sagen, der Daniel und seine Gruppe, die hatten es da echt cool gelöst. Also sie hatten kein festes Programm. Ich glaube, wenn ich da mal geguckt habe, waren ungefähr 20 Leute in dem Teams-Chat mit drin. Und es ist tatsächlich, weil es ja natürlich schwierig ist, ein User Group-Treffen lebt ja eigentlich davon, dass man sich interaktiv austauscht. Aber es war richtig cool. Da kam ganz gute Interaktion rüber, Austausch, Fragen, Antworten, Vorstellen. Fand ich schon mal gut gelungen. Das wird ja auch eine echte Herausforderung sein, dieses ganze Thema. Wie können wir dann virtuelle User-Group-Treffen mal so gestalten, dass es nicht bloß bessere Webinare wären? Ja, und da muss man, glaube ich, noch eine Menge am Format arbeiten und an der Disziplin. Aber es wird interessant sein, denn wir werden uns auf diese Online-Events einstellen müssen. Wer zufällig mal Windows Weekly gesehen hat, das läuft auf dem twit.tv-Channel von Leo Laporte im Twit-Netzwerk. Das ist eine wöchentliche Sendung mit, wie heißt er denn? Auf jeden Fall mit Mary Jo Foley und Paul Sirott, Urgestein im Windows-Umfeld. Und Mary Jo, die immer sehr gut vernetzt ist und sehr gut weiß, hat gesagt, Microsoft hat wahrscheinlich beschlossen, dass es bis Juni 2021, also nicht 2022, sondern 2021, keine großen In-Person-Events bei Microsoft mehr geben wird. Sprich, keine Ignite, die ist ja auch schon als online gemacht worden, keine Inspire, auch schon Online-Event, und keine Build und nur noch Online-Events. Und es werden alles Online-Events werden. Und da muss man, glaube ich, mal gut dran arbeiten, dass das nicht einfach nur Videos und Webinare sind, die präsentiert werden, was ja gar nicht so schlecht ist. Aber wie kriegt man diesen persönlichen Austausch oder zumindest so eine Andeutung von persönlicher Interaktion raus? Und es kann kein Teams-Channel mit 200 Leuten sein, das geht schief, das kriegt man nicht hin. Da muss man echt noch was reinballern. Habe ich ja gerade ballern gesagt? Gott, ich meine, soll ich immer auf diese Pausentaste drücken? Egal, genau. Aber ich sag mal, ein kleiner Tipp nochmal. Ich habe ja schon öfter mal hier in diesem Podcast über die Jahre immer von der Intranet Reloaded Berlin berichtet, dieser Intranet-Konferenz, die jedes Jahr stattfindet. Natürlich ist auch sie diesmal abgesagt worden, beziehungsweise in den November verschoben worden. Aber am ursprünglichen Termin, dem 27. und 28., gibt es die Intranet Reloaded from Home. Das heißt, es gibt eine virtuelle Konferenz, beziehungsweise ja, Vorträge. Und ich werde auch mit dabei sein am 27., am Montag von 14.10 bis 14.40, also 30 Minuten, und werde dort mal ein bisschen meine Erfahrungen zum Thema Best Practice mit Office 365 und Teams im Homeoffice geben, denn ich habe über die letzten 3 Wochen so viel gelesen, so viel an Feedback bekommen, dass ich das mal ein bisschen zusammenpacken würde und mal ein paar gute Tipps dafür geben werde. Da sind noch viele andere dabei, und das Gute daran ist, dass diese At-Home-Konferenz umsonst ist. Normalerweise kostet ja die Teilnahme dieser Konferenz doch schon einen höheren 4-stelligen Betrag, aber diesmal ist sozusagen die Online-Konferenz ist kostenlos, also geht einfach auf Intranet Reloaded
berlin.de oder halt schaut auf unsere SharePoint-Social-Seite in den Terminkalender, da ist auch der Link drin. Meldet euch an und hört mal rein, das könnte, glaube ich, ganz spannend werden. So, das nochmal als kleiner Hinweis. Ansonsten, wie gesagt, Termine findet ihr immer auf SharePoint-Social. Und hatte ich euch schon gesagt, dass ich mit dem Torben Blankertz ein Video gemacht habe? Hatte ich, glaube ich, gerade gesagt. Ich kann jetzt nicht zurückgucken. Wenn nicht, schaut auch in die Shownotes rein. Da steht noch ein bisschen was drin. So, aber genug jetzt. Jetzt zum Gespräch mit Uli über das Thema Sicherheit Office 365 im Homeoffice. Bitte entschuldige die etwas miese Tonqualität. Das ist die Aufzeichnung von Microsoft Stream. Nicht so optimal geworden. Wir haben, wie gesagt, andere Aufzeichnungen gehabt, aber die funktioniert nicht und trotzdem will ich das Ganze jetzt nicht fallen lassen. Insofern interessante Unterhaltung und ja, einfach los. Uli, wie geht's dir in so wilden Zeiten? Mir geht es eigentlich super, alles noch gesund. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und im Grunde genommen ändert sich für mich relativ wenig, weil ich sowieso also viel aus dem Homeoffice immer mache. Und der Unterschied ist, dass ich mit meinen Kunden immer erstmal, wenn wir telefonieren, eine Minute darüber spreche. Die sitzen im Homeoffice, ich bin im Homeoffice. Aber das funktioniert alles also ganz erstaunlich gut. Und ich sehe das auch, dass meine Kunden sich auch ziemlich schnell die Situation adaptiert haben und da auch also im Endeffekt produktiv arbeiten. Also ja, für mich ist ja Homeoffice auch schon seit über 20 Jahren sozusagen der Regelbetrieb. Trotzdem ist man wieder überrascht, was, wenn es so unter Last und unter Stress geht, was dann alles doch irgendwie auch mal schief gehen kann. Und für viele ist es aber trotzdem ja auch noch ein relativ neuer Einstieg in das Ganze, so wirklich von 0 auf 100 in Homeoffice ist eine gewisse Schwierigkeit. Wir wollen uns heute mal einem Punkt widmen, dass man bei all der Notwendigkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten, aufgrund der aktuellen Umstände, man eins nicht vergessen sollte, die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Sicherheit der Daten. Und ja, da wollen wir einfach mal drüber sprechen. Was sind denn so die wichtigsten Kriterien, die man berücksichtigen muss? Du hast ja so ein paar Punkte rausgearbeitet. Ich denke mal, das erste ist Schutz der Identität, was du mal aufgeklärt hast. Ja, ich sehe das also immer sehr, oder diesen Aspekt Identität, digitale Identität, das ist eines der wichtigsten Themen, die wir im Endeffekt überhaupt haben. Und wenn ich in einer ziemlich abgeschotteten Umgebung in der Firma bin, log mich in die Firma ein, habe letztendlich sowieso einen sicheren Zugang schon mal in die Räumlichkeiten, dann spielt da auch dann Identität und Schutz der Identität eine große Rolle. Aber wenn ich überlege, ich habe also jetzt tausende Mitarbeiter, die sind überall auf der Welt verstreut und sitzen in Homeoffices und oder wie auch immer und man kann nicht so genau wissen, wie sieht im Homeoffice die konkrete Situation aus, wer kommt da genau an die Maschinen, ist dieser Schutz der Identität ein ganz großes Thema. Also es ist sowieso ein großes Thema, aber es ist durch die aktuelle Situation ein zunehmend großes Thema. Und ich empfehle meinen Kunden auch dringend, also im Grunde genommen auf zwei wichtige Säulen zu setzen. Die eine wichtige Säule ist bei den Mitarbeitern, die im Homeoffice sind, für die richtige Awareness zu sorgen, dass sie ein Gefühl dafür haben, okay, meine digitale Identität ist ein ganz wichtiges Kriterium. Das ist meine Identität, meine persönliche Identität und die muss ich auf jeden Fall schützen. Dadurch, dass ich also angefangen bei diesen simplen Dingen, ich darf also meinen PC nicht voll eingeloggt verlassen, bis hin zu, ich darf meinen PC nicht irgendwie einfach irgendwo stehen lassen, wo jeder drankommt. Und da muss ich einfach dafür Sorge tragen, dass diese grundsätzlichen Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Wir haben natürlich auch, wenn ich den Office 365 Baukasten anschaue, zum Schutz der Identität, also ein paar Mechanismen, die man vergleichsweise einfach nutzen kann. Angesprochen wäre hier vor allen Dingen die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Office 365 erbietet, die man im Grunde genommen einfach einschalten kann und mit der Authenticator-App oder dem SMS-Verfahren, das Microsoft anbietet, wirklich auch ganz super schnell die technische Identität oder den technischen Schutz der Identität hinbekommt. Nichtsdestotrotz, das Thema, was davor unbedingt zu betrachten ist, ist, die Mitarbeiter müssen diese Awareness haben, dieses Gefühl dafür, dass meine Identität, jeweils meine Identität, einfach das wichtigste Kriterium ist, was ich schützen muss, genauso wie ich meine Persönlichkeit ja auch ansonsten schütze.
Das heißt also zum einen die Aufgabe des IT-Admins, sowas einzurichten wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und überhaupt ein vernünftiges Benutzerkonto einzurichten. Und auf der anderen Seite von demjenigen, der im Homeoffice arbeitet, sozusagen, wie hast du gesagt, die Awareness, die Aufmerksamkeit, den Rechner nicht irgendwo rumstehen zu lassen, nicht ohne Abmeldung ihn rumstehen zu lassen und einfach mal auch darauf aufzupassen, dass eben kein unberechtigter Zugriff darauf stattfindet. Das sind im Prinzip so die Sachen, worauf man jetzt mal ganz konkret auch achten sollte. Ja, wir haben ja die Situation, ohne da irgendjemanden irgendwas zu wollen, aber wir haben Situationen, wir haben Homeschooling, wir haben letztendlich Partner, eventuell Freunde, wo durch das Social Distancing sollten keine Freunde im Endeffekt zu Hause rumlaufen. Aber es ist eben so, das sind einfach die Dinge, die generell im Homeoffice eigentlich wichtig sind und wo man einfach sagen muss, okay, es ohne böse Absicht unterstellen zu können, es gibt einfach Neugier, Spaß am Experimentieren, Spaß am Gucken, wo ich sagen muss, okay, das könnte die Identität als deutlich aushebeln. Wir sprechen immer über Datenschutz, Datenschutzrichtlinie und alles, was dahinter gelagert ist und das, was eigentlich davor steht, wo man sagt, okay, ich muss auch nachweisen, wer ich bin, das sichere ich jederzeit, auch mit Zertifikaten und was wir alles haben und den digitalen Nachweisen. Das muss alles geschützt werden, da müssen wir was dran tun und das würde ich eigentlich so für das Thema Sicherheit speziell auch im Homeoffice mal ganz vorne hinstellen. Gut, also Rechnerschutz. Zweitens, was ist mit den Daten? Auch da muss ich ja ein bisschen drauf aufpassen, dass die Daten, die ich habe, zum Beispiel nicht irgendwie unbeachtet auf einen USB-Stick zu überspielen und so weiter, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten, das abzuschützen. Gut, wir haben also in Bezug auf die Daten eigentlich wieder zwei Faktoren oder beziehungsweise zwei Kriterien, die ich also wieder genau in der Reihenfolge wie auch bei der Identität nennen möchte. Wir haben zum einen natürlich das individuelle Bewusstsein, das individuelle Verhalten, individuelle klare Strukturen, wo lege ich meine Daten ab. Ich sehe das immer wieder, dass mir Leute erzählen, okay, die Benutzer speichern ihre Daten auf C-Platten, USB-Laufwerken, Wechselfestplatten, weil die sich auch was überlegen und vielleicht glauben die auch, die überlegen sich was Schlaues, wie die es machen. Aber wir müssen also auch, gerade wenn wir die Leute im Homeoffice haben, ganz klare Strukturen haben, was wohin gehört, was in irgendwelche SharePoint-Arbeitsräume gehört, was ins OneDrive zum Beispiel gehört, ins OneDrive for Business gehört, was in die Mail gehört und vor allen Dingen auch, was nicht auf die C-Platte, auf den USB-Stick oder wie auch immer gehört. Wir haben eigentlich zwei Risiken. Das eine Risiko ist, es gibt also, könnte einen absichtlichen, will ich mal nicht unterstellen, oder einen unabsichtlichen Datenabfluss geben, dadurch, dass jemand einfach unachtsam ist und irgendwie, es wird was rüberkopiert, flutscht durch und das könnte also durchaus fatale Folgen haben, wenn einfach Informationen an die Stelle kommen, vor allen Dingen an externe Stellen, wo die einfach nicht hingehören. Das ist zum einen wiederum das Bewusstseinsthema, dieses Awareness-Thema. Das ist auch eine klare Regel, dass die Mitarbeiter, die im Homeoffice sind, wissen müssen, auch durch Schulung, durch klares Mitdenken und Überlegen, was soll ich wo speichern, was soll ich wo nicht speichern. Da hat man ja mit Office 365 oder Microsoft 365 umfangreiche Möglichkeiten, wie man letztendlich für die verschiedenen Anwendungsfälle unterstützen kann. Und wir haben da auch die technischen Möglichkeiten, die man also von der Planung, von aus Sicht des Administrators, des Lösungsarchitekten ziehen kann. Wir haben solche Themen wie Data Loss Prevention, wo ich einfach sagen kann, ich kann die Benutzer auch dadurch unterstützen oder beziehungsweise die für zusätzliche Sicherheit sorgen dafür, dass ich einfach also festlege, die Arten von Daten und Informationen, die Art von Informationen, die ich irgendwie durch so ein DLP-Policies greifen kann, darf das Unternehmen nicht in Richtung extern verlassen. Das kann man also technisch regeln. Das ist von der Umsetzung in Office 365, Microsoft 365 verhältnismäßig einfach. Die Planung, das wirklich zu machen, ist natürlich dann wie immer nicht mehr ganz so einfach wie die technische Umsetzung an der Stelle. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das also sowieso ein wichtiges Thema ist, wo eigentlich alle meine Kunden sagen, okay, da müssen wir irgendwie mittelfristig dran. Und wir haben eigentlich den kurzfristigen Bedarf, jetzt schon über die Sachen nachzudenken, weil die Leute eben im Endeffekt durch die Homeoffice-Thematik in einer Umgebung sitzen, die potenziell dazu angetan ist, mehr problematischer zu sein, sage ich mal so.
Wir haben sicherlich auch bezüglich der der eigentlichen PC-Situation noch mal ein paar Dinge, worüber wir sprechen können. Das habe ich aber als separaten Punkt auch, würde ich als separaten Punkt noch mal erwähnen. Ich würde gerade zu dem Thema Sicherheit, du hast ja dein Videoformat, die Consulting Box. Also in der ersten Ausgabe hast du dich ja mit diesen ganzen Features mal ausführlicher befasst. Also insofern kann man einfach jedem, der sich jetzt da noch mal einen etwas ausführlichen Überblick verschaffen will, empfehlen, sich diese Consulting Box Nummer 1 so anzuhören, wo es um DLP und die ganzen Security-Features auf Office 365 ging, ne? Genau, in der einen Consulting-Box geht es also gezielt ausführlich um DLP. Ich bin im Moment dabei, auch noch ein paar andere Consulting-Boxen vorzubereiten. Es wird da auch eine zu der Azure Information Protection geben. Die Azure Information Protection hat ja im Grunde genommen dasselbe Ziel, Schützen der Informationen, macht das anders als DLP. Das sind eigentlich Systeme, die sich ergänzen, beziehungsweise Maßnahmen, die sich ergänzen, wo man einfach sagen muss, es ist beides wichtig auf seine Art. Mhm. Schaut einfach rein in die Consulting-Box immer mal wieder. Da gibt es immer alle anderthalb, zwei Wochen optimalerweise ein neues Video, und Security und Compliance ist ein ganz großes Thema in der Consulting-Box. Genau. Du hast es eben schon erwähnt, man muss auch dazu lernen, Schulung, Training. Wie kann man sich denn da jemanden unterstützen, der jetzt im Homeoffice ist und nochmal einfach ein bisschen genauer wissen will, wie funktioniert das Ganze? Was sind denn da deine Best Practice? Ja, wir haben natürlich das Thema, dass wir das lebenslange Lernen und immer wieder dazulernen, eigentlich gerade in der jetzigen, im jetzigen Umfeld nochmal also Dynamik aufnimmt. Wir haben auf jeden Fall das, wenn wir also allein schon auf Office 365 gucken, die Situation, dass die Leute besser arbeiten, besser damit zurechtkommen, auch sicherer arbeiten, damit zurechtkommen, wenn die möglichst genauen Überblick über die Office 365 Bausteine, die bei denen im Unternehmen genutzt werden, bei den jeweiligen in den jeweiligen Kundenunternehmen genutzt werden, weil das zum einen ja hilft, wenn ich weiß, okay, was nutze ich, was kann ich wann verwenden. Und dazu brauchen die Menschen, die arbeiten, an für sich klare Richtlinien, klare Aussagen. Da muss ein klares Konzept her, welche Art von Arbeit, welche Art von Daten lege ich an welche Stelle. Wenn man die Leute alleine lässt, dann ist es so, die sind ja findig, die finden ihren Weg und die finden Vorgehensweisen und Methoden. Unter Umständen machen sie sich also viel zu viel Arbeit. Und was eben noch dazukommen könnte oder dazukommen kann und in vielen Fällen wird, plötzlich werden irgendwelche, schleichen sich irgendwelche Unarten, sage ich mal, rein, die im Endeffekt dazu führen, dass wir einfach Sicherheitslücken produzieren, Daten abfließen. Deshalb sage ich immer, wir müssen hingehen und also ganz genau schulen, welche Bausteine aus dem Office 365 Baukasten sollen genutzt werden, sollen wie genutzt werden. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man das den Menschen im Homeoffice nahebringen kann. Es gibt Computer-Based Trainings, man kann also irgendwelche Schulungsformate sich überlegen. Das müssen gar nicht so große Riesenbausteine sein, wo die Leute einen Tag Schulung haben. Häufig, ich habe das bei einigen Kunden gesehen, die machen also im Endeffekt irgendwie so ein Daily oder ein Weekly, wo es einfach so eine Viertelstunde oder 10 Minuten Tipp gibt, so könnt ihr im Endeffekt das und das und das erledigen. Und das hat sich also als sehr hilfreich herausgestellt, was man da tun kann. Und wenn man den Leuten unter die Arme greift und die kommen mit dem ganzen System besser zurecht, nutzen es effizienter und sind auch einfach sicherer unterwegs aller Interesse. Ne? Und darauf sollte man jetzt gerade auch in den Zeiten, wo es vielleicht bei vielen relativ hektisch zugeht, darauf achten, dass wenn man dann mit seinem Projektmitarbeiter, mit seinem Team arbeitet, dass man sich dann auf so ein paar Grundregeln eben einigt und die Daten halt so gemeinsam ablegt, damit alle nachher auch die entsprechenden Informationen wiederfinden. Denn die Gefahr besteht schon, wenn man jetzt alle mehr oder minder sagt, komm, hier hast du dein Teams, hier hast du deinen SharePoint, legt mal los, dass man dann aufgrund der Zeitknappheit irgendwie wirklich so einen Wildwuchs aufbaut, den man nachher nur wieder schwer entwirren kann. Ne? Klar, man baut einen Wildwuchs auf und man baut also ganz klar Ineffizienzen auf, die nicht da sein, die nicht sein müssten. Und Ineffizienz führt letztendlich zu Security-Löchern. Das hat sich in der Vergangenheit gezeigt und ich fürchte, dass sich das auch in der Zukunft zeigen wird, obwohl das ganze Office 365 eigentlich ein
ein riesiger Fortschritt in puncto Security und Compliance ist, kann man natürlich durch durch schlechte Angewohnheiten, sage ich mal, durchaus also viele Dinge ins Gegenteil verkehren. Das ist nicht Schuld von der Cloud-Umgebung. Das würde also auch, wenn man ohne Cloud in der im Homeoffice arbeitet, würde ich genau dasselbe erzählen. Wir haben nur durch die Cloud-Technologien, die Microsoft anbietet, jetzt mal die Möglichkeit, dass wir zielgerichtet ohne ganz großen Riesenaufwand mit ein bisschen Überlegen und Einsetzen von den vorhandenen Mitteln da wirklich was erreichen können und Fortschritte, sichtbare Fortschritte, messbare Fortschritte in puncto Sicherheit auch erzielen können. Also ich habe ja auch mittlerweile in den letzten Tagen kamen so viele Tipps und Hinweise, wo man sich gerade Einführungsvideos anschauen kann, wo man Anleitungen bekommt, wie man einsteigt. Microsoft hat auf seinen Seiten auch in Deutsch ganz viele Informationen bereitgestellt. Ich werde es über das Wochenende mal ein bisschen mehr strukturieren und dann mal in einem eigenen Artikel nochmal posten, weil da gibt es ja mittlerweile wirklich auch ganz praktische, aktive Anleitungen, wo man jetzt ganz schnell auch mal die Hinweise bekommt, wie man, ich sag mal, so anfängt. Wir wissen ja alle, die digitale Transformation, das war bisher immer auch ein relativ schwieriger Weg. Man hatte mal eine gewisse Zeit gebraucht, aber wenn ich das innerhalb von einer Woche machen muss, ist das nochmal eine ganz andere Herausforderung, glaube ich. Man kann nur jedem empfehlen, der also adminmäßig Office 365, Microsoft 365 adminmäßig unterwegs ist, in das neue Security und Compliance Center reinzuschauen. Das wird ja auf die Tenants seit 2 Wochen ausgerollt. Und da ist es eben so, da gibt es also unheimlich viele Scoring-Möglichkeiten, wo man einfach mal reingucken kann, wo es also eine Liste von, glaube ich, 270 Punkten gibt oder sowas, die man abarbeiten kann, wo man reingucken kann, wo also häufig auch verlinkt ist, macht dies, das, jenes und Microsoft, das ist also eine tolle Sache, ist eingegangen, hat gerade Scoring, Reporting, ist das, macht das Ding also im Moment so massive Fortschritte, dass man da nur sagen kann, Leute, schaut rein, schaut euch an, was Microsoft sieht für Risiken, für Dinge, die ihr machen könnt. Und da sind teilweise praktische Handreichungen drin, wo ich sagen kann, okay, implementiert das, macht das und was man also abarbeiten kann. Man wird nicht jeden Punkt abarbeiten können, man wird nicht jeden Punkt abarbeiten müssen. Aber wenn man also so letztendlich so ein paar Dinge durchgeht, die aus der Richtung kommen, wo wir auch drüber gesprochen haben, schützt die Identität, schützt die Daten, macht eine Bewertung der Daten, überlegt euch, welche Daten auf jeden Fall im Unternehmen bleiben sollen. Da habe ich schon viele Möglichkeiten, wie ich einfach die Sicherheitssituation dramatisch verbessern kann und dramatisch sowieso Fortschritte erzielen kann, also auch jenseits des Homeoffice-Hypes durch diese Corona-Krise, mit der wir im Moment leben. Du hast ja gesagt, es ist ein Scoring-System, also je nachdem, welche Fragen man beantwortet hat und sozusagen die Punkte abgehakt hat, desto höher wird sein Score. Man kann dann eben vergleichen, wie gut man quasi die Möglichkeiten der Absicherung erfüllt hat. Insofern hat man da auch gleich ein entsprechendes Feedback auf der Seite. Was gut ist, Microsoft macht Sicherheit messbar an der Stelle durch dieses Scoring und im Endeffekt ist es so, alles, was man messen kann, da kann ich relativ konkret und auch also nachvollziehbar für die Leute, die dafür Geld investieren müssen, nachweisen, okay, wir hatten anfangs 50 Punkte, jetzt haben wir 800 Punkte, wir mussten zwar investieren, wir mussten nachschulen, wir mussten im Endeffekt Lizenzen kaufen. Die Security und Compliance-Thematiken sind bei Microsoft in vielen Bereichen ja auch mit dem E5-Paket oder mit E5 Compliance, E5 Security gekoppelt. Aber das sind Dinge, da, wo man sagen kann, wir investieren, aber wir verbessern messbar ein Stück Sicherheit. Und das finde ich eigentlich eine tolle Sache, weil es transparent ist. Du hast schützt die Endpunkte. Da kann ich mir jetzt gar nichts vorstellen. Was heißt denn schützt die Endpunkte? Was willst du damit empfehlen? Ein Endpunkt ist ja im Grunde genommen mein PC, mein Notebook, mein Smartphone, mein iPad. Alles, woran ich arbeite, das ist letztendlich der Endpunkt. Und wir haben ja also vor ein paar Minuten darüber gesprochen, wir müssen die Daten schützen, wir müssen die Daten bewerten, wir müssen Policies erstellen, wohin Daten kopiert werden oder gespeichert werden, kopiert werden können, transportiert werden können. Das alles ist natürlich nicht viel wert, wenn ich also irgendwie einen schrabbeligen Bring-Your-Own-Device-PC habe, wo ich letztendlich Viren, Trojaner noch und nöcher drauf habe. Jeder kann also mal sich mit dem USB-Stick was runterkopieren. Und daher bietet Microsoft mit dem Endpoint-Management, was in Office 365 integriert ist, was man
was man also nicht einfach durch Knopfdruck nutzen kann, da muss man schon ein bisschen was dran tun, aber schon Möglichkeiten, integrierte Möglichkeiten, wie man auch also auf diese Endpunkt-Thematik eingehen kann oder die Endpunkt-Thematik in den Griff bekommen kann. Das ist zum einen ein Bewertungssystem, ein Security, ein System, was Security-Maßnahmen durchführen kann, das ich im Grunde genommen davor anfordern kann. Ich möchte Virenschutz, Trojanerschutz, ich möchte, dass also bestimmte Regeln eingehalten werden, wie ich darf nicht an die USB-Ports ran und ich kann im Endeffekt auch solche Dinge im Endpoint-Management regeln. Ich muss also dafür sorgen, dass Patches ausgerollt werden, Software-Updates. Wenn ich die Endpunkte nicht pflege, oder wenn ich die Endpunkte nicht in den Griff bekomme und die nicht also zumindest also grundlegend pflege, dann komme ich schnell in das Szenario, dass ich zwar also im Grunde mir tolle Arbeitsweisen überlegt habe, meine Benutzer geschult habe, aber wenn ich letztendlich nicht für eine Basissicherheit in der Arbeitsumgebung, in der Infrastruktur sorgen kann, dann könnte das also alles schnell Makulatur werden. Mhm. Und deshalb ist also auch dieser Schütz die Endpunkte Ausruf, glaube ich, was, wo man sich also dran machen muss, vor allen Dingen, wenn ich also in einem Szenario bin, wo ich den Leuten sage, okay, ihr könnt nach Hause gehen, wir haben nicht für jeden PC, arbeitet mit euren eigenen PCs, so ein Bring-Your-Own-Device-Thema kann man machen, aber für ganze PCs ist das natürlich durchaus riskant und da muss man sich Gedanken machen. Ich weiß das von vielen Kunden, dass die im Endeffekt viele Leute nach Hause geschickt haben, die keinen Dienst-Notebook haben, wo die Leute auch bereit waren zu sagen, okay, wir können auch vom eigenen PC arbeiten, wir würden das einfach machen, das ist super, aber aus dem Security, von den Security-Aspekten ist das natürlich Nightmare, ne? Das ist also keine Sache. Und da muss man also über die Endpunkte mit Sicherheit deutlich drüber nachdenken, überlegen, wollen wir im Endeffekt, dass die Leute mit ihren privaten Endpunkten arbeiten? Wenn ja, müssen wir letztes da also, glaube ich, schon technisch nochmal also nachschärfen. Und es kommt wieder das Thema, ich brauche, damit das funktioniert, das Bewusstsein. Ich muss das Bewusstsein steigern von den Leuten, die damit arbeiten. Und so auf einem PC, auf dem auch Homeschooling und Gaming stattfindet, da gehören einfach keine dienstlichen Daten drauf und schon mal gar nicht auf C oder auf den Desktop von dem PC. Ne? Das bringt uns dann klar nahtlos zur fünften und letzten Punkt, den du aufgeschrieben hast, auditieren. Kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt anfängt, quasi jetzt den Arbeitsplatz einzurichten, man fängt an zu arbeiten. Man muss es dann aber auch nach und nach immer wieder überprüfen, ob dann tatsächlich auch alles eingehalten worden ist, ne? Damit man die mögliche Fehler erkennt und sie dann entsprechend beheben kann und Risiken ausschließen kann. Ja, wir haben eigentlich bei diesem ganzen Auditieren Aspekt drei Themen. Das erste ist, die Unternehmen haben ja vielfach also schon gehabt oder jetzt aus dem Boden gestampft, so eine Art Konzept oder eine Vision, wie die Leute mobil aus dem Homeoffice arbeiten. Ich denke, es kann nicht schaden, dass also dort durchaus nochmal kontrovers, also auch im Vier-Augen-Prinzip sozusagen mit einem unvoreingenommenen Beobachter letztendlich nochmal zu verproben, was wird da gemacht, ist es effizient, ist es sicher. Mhm. Wir haben den zweiten Aspekt, wo wir schon drüber gesprochen haben. Microsoft bietet, da kann ich eben nur raten, im Security und Compliance Center sich mal gründlich umzugucken. Viel Reporting, viel Scoring, wo man einfach schauen kann, okay, was wird da eigentlich technisch überhaupt, was wird da technisch also schon ermittelt? Es ist so, Microsoft überprüft die Art und Weise der, oder protokolliert zum Beispiel die Art und Weise der Anmeldungen, ihr Thema Identität mit, würde warnen, wenn es also irgendwelche Anmeldungen gibt, die aus irgendwelchen Gründen suspekt aussehen. Da wird viel getan, wo man einfach in das System reingucken kann und sozusagen also ein ständiges laufendes Auditieren der Plattform hat. Und ich komme im Grunde genommen auch nicht darum hin, dass ich also, das würde ich unter dieses Schlagwort Auditieren auch fassen, dass ich also mit meinen Benutzern sprechen muss, auditieren muss, was die tun, ob die letztendlich die richtige Einstellung, die richtige Herangehensweise an den Tag legen und ob die sich im Endeffekt wirklich darüber bewusst sind, was sie tun und dass sie durch ihr Arbeiten oder durch das Verhalten im Homeoffice letztendlich auch ein großes Stück weit
zur Sicherheit ihrer Arbeit, des Unternehmens, aber auch von sich selbst beitragen. Ich würde das bei Menschen vielleicht nicht auditieren nennen, das ist ein bisschen heikel von den Begrifflichkeiten, aber diesen Kontakt halten zu den Anwendern, weil es auf die ankommt, auf deren Verhalten ankommt, das ist schon ein Thema, was man im Endeffekt im Dialog immer wieder überprüfen muss. Und ich sehe da auch die Vorgesetzten in der Pflicht, die Teamleiter, die Abteilungsleiter in der Pflicht, dass sie einfach mit den Menschen, die im Team sind, sprechen müssen, auch durchaus mal irgendwie in so eine halbe Stunde oder 10 Minuten gezielt letztendlich nochmal abfragen, wie die arbeiten, ob die zurechtkommen, ob die noch irgendwie Fragen haben, ob die irgendwie Schulungsbedarf haben, um da einfach dieses Bewusstsein zum einen immer aufrechtzuerhalten und zum anderen ja auch ein Stück weit zu kontrollieren, ob sich die Leute also in der Form, sagen wir, compliant und situationsgerecht verhalten. Ja, also eine Menge Aufgaben unter Druck, unter Stress, auch noch besonders schwierig. Aber ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von sehr interessanten Punkten angesprochen, auf die man achten sollte. Ganz wichtig, glaube ich, ist, dass man überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür entwickelt und nicht nur sagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie vom Zuhause aus arbeiten, sondern wir wollen auch sicher und compliant von zu Hause arbeiten. Uli, vielen Dank für die vielen Informationen. Bei dir auf der Seite findet man sicherlich noch viel mehr dazu. Das ist bodenberg.de. Genau. Genau, da ist es eben so, da findet man also die Hinweise für die Consulting-Box, meinen Security- und Compliance-Workshop und also diverse Sachen, was ich also in dem Bereich mache. Ich habe auf diesen ganzen Security- und Compliance-Aspekt mit Office 365 ja persönlich auch ein hohes eigenes Interesse und auch ein Faible für die Technologien, die es da gibt. Das ist einfach ein Thema, du kennst das ja selber, das macht einfach Spaß, damit zu arbeiten, sich damit zu beschäftigen und auch mit Kunden eben drüber zu sprechen. Super, also nochmal vielen Dank und allen, die zugeschaut haben, bleibt gesund und ja, hoffentlich kommt ihr alle gut im Homeoffice an und könnt trotz der ganzen Aufregung und Krisen halbwegs vernünftig arbeiten. Uli, vielen Dank. Genau, das wünsche ich dir und allen anderen, die zugucken, natürlich auch. Dankeschön. Dann nochmal Entschuldigung für die etwas minderwertige Tonqualität. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Beim nächsten Mal werden wir das wieder ganz anders machen. Die Qualität, die Stream dort macht, ist nicht so optimal, aber mal gucken, wie das hinklappt. Ja, also, nächster Podcast kommt natürlich auch schon uns auf sharevompodcast.de. Wenn ihr irgendwelche Ideen, Feedback, Fragen oder so weiter habt, schreibt gerne an sharevompodcast@outlook.de. Das ist meine E-Mail-Adresse. Und ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und falls wir uns vor Ostern nicht mehr hören, nochmal ja irgendwie andere, aber frohe Ostern. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Sagt tschüss, der Michael Gricht. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.